Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mir geht's heute richtig gut, ich hoffe euch auch. Wie ihr vielleicht auf Instagram und Snapchat mitbekommen habt, war ich vor ein paar Wochen Blutspenden und ich wollte jetzt erstmal gucken, wie sich mein Körper so erholt, ob irgendwas passiert und deshalb noch ein bisschen abwarten, bevor ich so darüber berichte. Außerdem dachte ich mir heute übrigens, dass ich mir mal Locken mache, aber das nächste Mal werde ich wieder glatte Haare haben. Kommen wir jetzt aber zum Videothema zurück und zwar zum Blutspenden. Ich finde, Blutspenden ist an sich eine sehr gute Sache. Man kann Menschen helfen, die in Not sind, die einen Unfall hatten, die eine schwere OP haben, die aus irgendeinem Grund einfach Blut benötigen. Der Körper produziert ja sowieso Blut, also warum sollte man das nicht spenden? Und deshalb dachte ich mir auch, gehe ich dahin, helfe vielleicht Menschen. Und des Weiteren wollte ich auch selber mal meine Blutgruppe wissen, weil die sagen, die einem dann halt, beziehungsweise die steht dann in diesem Blutspendeausweis drin, den man dann nach ein paar Tagen zugeschickt bekommt, nachdem man Blut gespendet hat. Man muss halt selber für sich gucken, ob man wirklich Blut spenden gehen möchte oder nicht. Es gibt ja Menschen, die kein Blut sehen können, die keine Nadeln sehen können. Das ist dann vielleicht nicht so geeignet, weil man kriegt halt eine Nadel in den Arm gestochen und es wird einem halt Blut abgenommen. Das Blut sieht man ja auch, wie das da rausläuft. Also ich habe es extra nicht mitgefilmt für euch, falls ihr es nicht sehen könnt. Es war auch nicht so hundertprozentig angenehm auf diesem Stuhl, muss man ehrlich mal sagen. Fangen wir erstmal an, wie dieser ganze Tag so abläuft. Man steht natürlich erstmal auf, geht dann dahin und dann meldet man sich erstmal an. Also ihr müsst auch daran denken, dass ihr euren Personalausweis mitnehmt, weil sonst geht das nicht. Da musste ich so einen Zettel ausfüllen, beziehungsweise drei Zettel, so immer ja, nein, ob ich irgendwie Krankheiten habe, Medikamente nehme und. Nachdem man diesen Zettel dann ausgefüllt hat, behält man ihn eigentlich auch die ganze Zeit bei sich, bis man zum Arzt geht, der kontrolliert den dann. Aber vorher hat man noch eine Zwischenstation bei so einer anderen Ärztin, die piekst einem dann so einen Finger oder halt ins Ohr, also ins Ohrläppchen. Ich habe halt Finger genommen, weil ich das irgendwie, also keine Ahnung, da hätte ich meine Ohrringe rausmachen müssen. Dann kontrolliert die halt so ein paar Werte, ob das Blut okay ist. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was genau sie da kontrolliert hat, aber sie meinte, dass alles okay wäre. Ich glaube, Hämoglobinwert heißt das. Ich habe echt da, bei der Ärztin, keine Ahnung, die hat das so schnell gemacht und dann bin ich auch schon direkt zum Arzt reingegangen. Der Arzt war, wie gesagt, auch total lieb. Ich hatte so einen Stempel, also nicht so einen Stempel, sondern so einen Aufkleber. Da stand halt so Erstspender drauf. Also man hat dann halt durch diesen Aufkleber so VIP-Status. Also du bist halt so der neue Erstspender. Du hast noch keinen Plan von nichts. Und deshalb wird dir halt alles gezeigt. Es wird übel viel Rücksicht auf einen genommen. Und man wird immer gefragt, wirklich immer. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, ob ich irgendwas trinken möchte. Der Arzt hat dann bei mir Blutdruck gemessen und hat mit mir so ein bisschen geredet. Auch nicht so allzu viel. Aber wir haben halt so das Wichtigste geklärt. Er hat mich auch nochmal gefragt, ob ich Fragen hätte. Aber mein Vater hat mir eigentlich schon alles darüber beantwortet, wie man das so macht, wie das abläuft. Ich war als Kind auch schon mal dazu gucken, wie den Menschen da so Blut abgenommen wird. Ja, war jetzt ein toller Kinderausflug. Des Weiteren hat mich der Arzt dann auch gefragt, ob ich denn schon genug getrunken hätte. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Nee, nur beim Frühstück halt nicht so viel. Meinte er, ja, vom Blutabnehmen müssen sie mindestens 1,5 Liter trinken. Da dachte ich mir auch so, muss ich ja noch einiges trinken. Aber dann bin ich nochmal in diesen Raum gegangen, wo ich das ausfüllen musste am Anfang, also diese drei Zettel. Da habe ich da noch ganz viel getrunken. Irgendwann konnte ich auch nichts mehr trinken und deshalb bin ich dann einfach runtergegangen mit meinen ganzen Unterlagen wieder zu so einem anderen Menschen. Und der hat mir dann meine ganzen Sachen gegeben. Also ich habe so 4 kleine Behälterchen bekommen und dann halt diesen Blutspendebeutel, wo 0,5 Liter Blut reinkommen. Und dann werden halt beim ersten Mal 4 so kleine Fläschchen auch noch voll gemacht und dann sonst glaube ich immer 3 noch, weil wegen den ganzen Werten, dass die halt untersucht werden. Und das 4. beim ersten Mal ist halt einfach dazu da, damit die Blutgruppe von einem selber bestimmt wird, die man dann halt auch mitgeteilt bekommt. Ich habe währenddessen sogar auch meinen Fahrlehrer mit seiner Familie getroffen. Das war übertrieben lustig. Einfach mal, man trifft da voll viele Leute bei der Blutspende. Das ist unnormal. In dem Blutspenderaum an sich waren dann halt so verschiedene Stühle und man musste sich da halt so draufsetzen, legen. Die waren so ein bisschen, dass man so fast gelegen hat. Da musste man halt so seinen Arm dahin legen. Und dann kam da so eine Krankenschwester, nehme ich an, und hat einen dann so schön drauf vorbereitet, dass man gleich so eine Nadel in die Haut gestochen bekommt. Da hatte ich auch am meisten Angst. Ich meine, ich habe nicht so das große Schmerzempfinden, würde ich mal behaupten, aber so eine Nadel im Körper zu stechen bekommen, wollte ich mir dann auch nicht angucken. Das mag ich generell auch nicht
ganz so gerne. Auf jeden Fall habe ich da halt weggeguckt, als sie das gemacht hat. Die haben da auch nichts gegen, weil die machen eh ihren Job und dann ist okay. Als die Nadel dann drin war, war es auch voll okay. Man muss halt währenddessen immer so machen, damit man so ein bisschen pumpt und das Blut da besser durch den Arm läuft. Dann hat sie erstmal ihre 4 Fläschchen voll gemacht, hat die weggestellt und hat dann meinen richtigen Blutbeutel voll gemacht. Beziehungsweise hat ihn einfach nur angehangen und er ist ja von selber voll gelaufen. Da muss ich sagen, das war schon ein bisschen komisch, weil du hast ja diese Nadel im Arm und diesen ultra langen Schlauch, der zu diesem Beutel geht. Währenddessen wurde ich auch die ganze Zeit gefragt, ob es mir gut geht, ob ich was trinken möchte, habe ich auch bejaht. Und dann habe ich sogar was zu trinken bekommen und wirklich, die Leute waren da so extremst rührend und haben die ganze Zeit auf einen geachtet, ob es einem auch wirklich gut geht. Ich lag dann da so eine Viertelstunde, weil als Erstspender läuft das Blut halt noch ziemlich langsam daraus, wurde mir gesagt. Und deshalb lag ich da wohl ziemlich lange. Es ist auch voll gemütlich da, du hast es zu trinken, du kannst ja andere Leute beobachten, wie sie auch Nadeln in ihren Arm bekommen. Und mehr kannst du da eigentlich nicht machen, außer rumsitzen und nichts tun, weil man soll auch nichts tun, denn sonst bricht dein Kreislauf zusammen. Jedenfalls war alles wirklich richtig gechillt da, bis ich plötzlich so neben mir höre. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nachmachen. Hat so ein Mann einfach nur so irgendwie so wirres Zeug gelabert. Und die Leute dann so, oh, geht's ihm gut, geht's ihm gut. Er konnte, glaube ich, nicht mal mehr sprechen. Auf jeden Fall haben die Ärzte die sofort zu ihm hingerannt und haben ihn so hinten übergeschmissen. Also es klingt jetzt voll brutal, aber sie haben die Liege genommen und einfach so nach hinten geschmissen, sodass er mit dem Kopf halt im 180-Grad-Winkel zur Erde lag, also waagerecht dazu, und dass seine Füße halt oben waren, damit das Blut von den Füßen in seinen Körper läuft. Ich dachte mir in der Situation auch so, okay, er hat gerade so ein Kreislaufproblem, voll krass. Ich wusste auch nicht, was ich in der Situation machen sollte, weil ich konnte auch nichts machen, weil ich hatte die Nadel hier drin, aber es waren wirklich so viele Krankenschwestern und so viele Ärzte da, die ihm alle sofort geholfen haben und ging ihm dann wohl auch wieder besser. Ich war dann irgendwann auch fertig mit meinem Beutel, dass der halt voll war, und dann haben die meine Nadel wieder rausgezogen. Sie hat mir da so ein Pflaster drauf gemacht und dann musste ich dann noch so 5 Minuten liegen bleiben auf meinem Platz. Ich durfte halt nicht aufstehen, weil sonst wäre auch die Gefahr da gewesen, dass mein Kreislauf zusammenbricht. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit voll fit gefühlt, muss ich sagen. Aber als ich mich dann aufrecht hinsetzen sollte, habe ich mich so hingesetzt und da wurde mir auch so voll schwarz kurz vor Augen. Aber es war alles komplett okay. Es war nur so ein bisschen schwindelig da. Aber da bin ich auch aufgestanden und bin zu meinem Papa gegangen und das mitgekommen, weil er wollte mich auch spenden, aber er durfte nicht, weil er man musste halt immer 8 Wochen Pause haben und er war halt vor 7 Wochen das letzte Mal da. Dann gibt es nämlich immer, nachdem man Blut gespendet hat, da ein Buffet und ich habe mir da erstmal eine Suppe geholt mit so einem Brötchen. Ich hatte gar nicht so viel Hunger, aber ich habe mich da erstmal so ein bisschen gestärkt und habe mich dann noch mit ein paar Menschen da unterhalten. Als wir dann aufgegessen haben, sind wir dann noch irgendwann wieder nach Hause gegangen, einfach weil es dann halt da vorbei war, ne? Meiner Meinung nach ist es wirklich eine extrem gute Sache, Blut zu spenden, weil es kann jedem von uns mal passieren, dass er einen Unfall hat. Man muss nur nicht mal selbst schuld daran sein, sondern dass einfach irgendwie jemand nicht aufpasst, einem ins Auto reinfährt oder in den Zug oder in was weiß ich, einen Flugzeugabsturz. Dann braucht man schnell Blut und durch diese Blutkonserven hat man das halt gewährleistet, dass genug Blut zur Verfügung steht. Aber es spenden nur so unnormal wenig Menschen Blut. Ich habe gerade nochmal im Internet nachgelesen, es spenden nur 3% der Menschen Blut. Und es sind verdammt wenige, weil so viele Blutkonserven werden verbraucht. Und die Krankenhäuser haben es halt auch wirklich nötig, Blut zu bekommen. Das hilft der Medikamentenforschung und. Man muss es halt selber für sich entscheiden, ob man sich damit identifizieren kann, ob man Nadeln sehen kann, ob man Blut sehen kann, ob man das für sich selber okay findet, dass Menschen mein Blut bekommen. Aber ich finde, das ist persönlich nichts Schlimmes und man kann es ja freiwillig entscheiden, ob man da hingeht oder eben nicht. Dennoch finde ich aber auch, dass es sehr positiv ist, seine Blutgruppe daraus zu finden, weil es kostet nichts und beim Arzt kostet das, glaube ich, Geld. Generell, man kriegt da Essen, die Leute sind total freundlich und man trifft unnormal viele Leute. Ich werde jetzt öfter Blut spenden gehen und kann es wirklich jedem von euch empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren. Oder geht mit euren Eltern mit oder fragt, ob ihr da kurz mal reingucken könnt, wie das so aussieht, was die Leute da so machen. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, Blutspenden
Essen zu gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert gerne auch meinen Kanal. Das geht ganz einfach. Auf den Abonnieren-Button klicken. Seid ihr schon Abonnent von meinem Kanal. Und seid auch beim nächsten Video mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Oder was man jetzt so sagen könnte. Tschüss!